Hallo, mein Name ist Martin Wachovius vom Wirtschaftsrecht Heldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrungen lernen und selbst zum Wirtschaftsrechthelden werden. In dieser 13. Episode wird das Testimonial von Herrn Sascha Weber aus der 12. Episode fortgeführt. Dieses Mal wird er uns berichten, in welchem großen deutschen Unternehmen er arbeitet und wie ihm die Wahl von Spezialisierungen während seines Wirtschaftsrechtsstudiums bei dieser Jobwahl geholfen haben. Besonders wertvolle Tipps hat Herr Weber für die Auswahl des Praktikums und warum es sich lohnt, sich im Anschluss daran eventuell noch um eine Werkstudententätigkeit zu bemühen. Darüber hinaus werden Sie erfahren, was es Herrn Weber gebracht hat, nach dem Bachelor of Law noch einen Master of Law Abschluss gemacht zu haben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Episode. Die Zuhörer fragen sich ja vielleicht, was Sie gerade aktuell machen, und in dem Zusammenhang kann ich das vielleicht ja schon mal vorwegnehmen. Sie arbeiten bei einem der ganz großen deutschen DAX-Unternehmen, nämlich bei der Deutschen Bahn. Und vielleicht können wir das schon mal gleich mit meiner nächsten Frage verknüpfen. Sie konnten ja, wie jetzt auch jeder Studierende des Wirtschaftsrechts, sich ab dem 4. Semester entscheiden, dass Sie bestimmte Schwerpunkte belegen, um sich quasi so von der Masse der anderen Studierenden abzusetzen und Ihrem Studium ein gewisses Gepräge zu geben. Und was haben Sie da gewählt und hat Ihnen das vielleicht auch geholfen, diese doch, wie ich finde, sehr, sehr schöne, ansprechende Tätigkeit bei der Deutschen Bahn zu finden, wo wir dann nachher auch nochmal genauer drauf eingehen, was Sie jetzt genau machen. Also haben Sie irgendwelche Schwerpunkte gewählt und wenn ja, welche? Von den Schwerpunkten war eigentlich der große Bereich Insolvenzrecht. Mhm. Kann man jetzt im Nachgang betrachten, naja, also bei der Deutschen Bahn ist man jetzt nicht unbedingt mit Insolvenzrecht, kommt man da groß in Berührung. Und der zweite Bereich war Kartellrecht und Nachhaltigkeit sowie Regulierung. Mhm. Das finde ich schon, dass das einen gewissen Beitrag geleistet hat für meine jetzige Tätigkeit. Wie gesagt, ich finde, diese Bereiche, die sind überwiegend für Unternehmensjuristen entscheidend. Ich bin zwar aktuell jetzt in der Vertragsgestaltung tätig, aber trotzdem von Kartellrecht, Nachhaltigkeit und Regulierung, das ist auch aktuelles brandaktuelles Thema. Das schadet nie, und da habe ich schon einiges mitgenommen, auch durch die guten Dozenten, die uns da begleitet haben. Genau, und wie gesagt, die Bereiche, die haben wir gut vorbereitet als Unternehmensjurist. Das, was für mich auch wichtig war, wie gesagt, Insolvenzrecht jetzt weniger, das bereitet halt jemanden eher vor für die Kanzlei, würde ich jetzt mal sagen. Da. Und ich habe mich auch frühzeitig einmal Gedanken gemacht, wo könnte man hingehen. Und eigentlich hatte ich mal den Weg als Insolvenzverwalter angestrebt. Aber irgendwie bin ich davon wieder abgekommen. Das kann man dann vielleicht auch später nochmal dazu sagen, zwecks Praktikum, weil da hatte ich frühzeitig versucht, dass man da eine Stelle bekommt, und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass es doch nicht das ist, und habe dann den anderen Weg eingeschlagen ins Unternehmen und bin da eigentlich so im Nachgang sehr dankbar dafür, dass ich den Weg gegangen bin, und wie gesagt, würde es auch nicht bereuen. Es gab damals ja noch andere Schwerpunkte, die gibt es, glaube ich, heute auch noch, wie Compliance. Das würde ich jetzt so im Nachgang auch nochmal als sehr, sehr gut empfehlen für die neuen Studierenden, die sie jetzt auch gerade beim Überlegen sind, was mache ich denn, also wenn man da ins Unternehmen gehen möchte, da gibt es jetzt den neuen Bereich, also Compliance, Digitalisierung
Und Datenschutz, also das ist auch im Bereich Recht sehr aktuell und auf jeden Fall sehr hilfreich. Also wenn man den Weg gehen möchte, dann ist es wirklich empfehlenswert, das, sich so zu entscheiden. Andere Möglichkeit war ja noch Arbeitsrecht. Das war für mich jetzt keine Option. Ich hatte jetzt da irgendwie nicht den Bezug dazu. Aber wie gesagt, da gibt es, kann man auch sagen, sehr gute Berufschancen in dem Bereich. Also das ist bestimmt auch für den einen oder anderen zu empfehlen, ja. Ja, prima. Also Insolvenzrecht haben Sie ja angesprochen und leider wegen Corona wird, glaube ich, das Insolvenzrecht leider doch wieder eine ziemlich große Bedeutung bekommen. Ne? Gerade in solchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind gerade die Insolvenzverwalter, die von dieser Situation profitieren. Bei der Deutschen Bahn denke ich, nicht, dass die Deutsche Bahn Probleme mit Kreditwürdigkeit und Solvenz und so weiter hat, sondern vielleicht eher mal, wenn die Deutsche Bahn Verträge mit irgendjemandem schließt und man will vielleicht dann gucken, wie hoch ist das Ausfallrisiko und wie sehr kann ich vielleicht Forderungen noch kurz vor legalem Schluss sichern. Da ist es natürlich immer ganz gut zu wissen, wie da das Insolvenzrecht läuft. Ne? Genau. Dann hatten Sie eben diesen anderen Schwerpunkt noch angesprochen mit Regulierungsrecht und Nachhaltigkeit und so weiter. Und da sind Sie ja bei der Deutschen Bahn grundsätzlich genau bei einem dieser Zielarbeitgeber für diesen Schwerpunkt, weil Regulierung betrifft ja alles, wo man irgendwie einen Netzmonopol hat und die Deutsche Bahn hatten eben gerade was die Fernleitungen, also die Schiene und gerade den Fernverkehr angeht, haben sie ja in Deutschland das Monopol und da ist es natürlich auch für die Deutsche Bahn ganz interessant. Ja, sehr schön, also da haben Sie ja dann quasi mit zwei Schwerpunkten oder anderthalb Schwerpunkten, die Sie da belegt haben, sich quasi so breit aufgestellt, dass Sie dann irgendwann sagen konnten, eins von beiden hilft mir dann weiterzumachen. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Im Studium des Wirtschaftsrechts hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man es mag und wenn es zu einem passt, sich auch irgendwie so in Fremdsprachen fortzubilden oder irgendwie auch mal ins Ausland zu gehen. War das für Sie irgendwie von Interesse? War das eine Option oder war das für Sie nichts? Also ich persönlich war jetzt nicht im Ausland. War für mich jetzt irgendwie auch keine große Option. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich studiere jetzt Wirtschaftsrecht und versuche dann Praktikum zu suchen und dann geht mein Weg weiter und wollte das eigentlich geradlinig durchziehen und hatte jetzt eigentlich auch nicht so den Draht oder irgendwie so ins Ausland, dass ich da mal ein halbes Jahr gehen würde. Bin jetzt eher heimatverbunden. Wie gesagt, deswegen, ich komme aus Nürnberg. Hof sind 150 Kilometer entfernt. Das kann man auch gut mit der Bahn oder mit dem Auto gut fahren in einer überschaubaren Zeit. Und wie gesagt, arbeite jetzt auch wieder in Nürnberg. Deshalb hat es mich ins Ausland eigentlich nie so getrieben und das... Genau, deswegen kann ich jetzt da keine Erfahrungen berichten darüber. Es muss ja auch nicht jeder ins Ausland gehen, also das ist ja völlig anheimgestellt. Ja, Sie sagten vorhin, als Sie auf das Insolvenzrecht kamen, da sagten Sie schon, dass Sie vielleicht später, wenn Sie was über das Praktikum im Studium sagen, dass Sie da vielleicht nochmal näher drauf eingehen können. Also das Studium des Wirtschaftsrechts ist ja so ausgelegt, dass Sie im Grunde all Ihre Klausuren in den ersten drei Jahren, in den ersten sechs Semestern schreiben und dass Sie dann im siebten Semester in ein Praktikum bei einem Unternehmen gehen können und dann dort auch eine praxisorientierte Bachelorarbeit schreiben können. Wie war das in Ihrem Fall? Nach welchen Kriterien haben Sie sich ein Praktikum ausgesucht? Welches haben Sie sich auch ausgesucht und was hat das Ihnen gebracht? Also wie gesagt, durch den Schwerpunkt Insolvenzrecht habe ich mich natürlich auf Kanzleien mit Insolvenzrecht fokussiert, habe mich dann da auch beworben bei mir im Umkreis und hatte das ein oder andere Vorstellungsgespräch, aber irgendwie habe ich so festgestellt, dass diese Anwaltskanzleien oder die Kanzleitätigkeit und die Kultur irgendwie nicht zu mir passt.
Und deshalb bin ich dann sehr kurzfristig, habe ich mir dann umentschieden, habe gesagt, naja, was gibt's denn für Alternativen? Und naja, bei uns in Nürnberg gibt's einen großen Versicherer, das ist die Nürnberger Versicherung. Und dann haben wir gedacht, naja, das wäre vielleicht auch ein potenzieller Arbeitgeber mal. Und so bin ich eigentlich ja immer rangegangen. Was wäre ein potenzieller Arbeitgeber für mich als Wirtschaftsjurist später mal? Und da suche ich mir dann auch mal eine Praktikumsstelle. Und da kann ich mir nur gut erinnern, dann bin ich auf die Homepage gegangen und habe dort nachgeschaut im Karriereportal und dann gab es da eine Stelle als Rechtsreferendar. Also, naja, wieder nicht passend so richtig. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal, ich schreibe eine Bewerbung hin und es hat dann eine Zeit lang gedauert. Dann kam ein Anruf und gesagt, ja, wir würden Sie gerne zum Vorstellungsgespräch einladen. Da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut. Und es war dann auch ein sehr angenehmes Vorstellungsgespräch dann vor Ort. Und es ist in der Abteilung Compliance Recht gewesen. Und ich glaube, beide Seiten waren sehr angetan und haben gesagt, okay, das probieren wir, das machen wir mal. Und dann habe ich da im Oktober 2015 bis Februar 2016, also genau dieses Pflichtpraktikum, das da absolvieren ist im siebten Semester und habe das dort abgelegt und war auch sehr lehrreich. Man hatte da auch viel Berührungspunkte im Rechtlichen vom A bis Z, hatte ich auch Kartellrecht, mal Mietrecht, mal Markenrecht und also man hatte da schon sehr, sehr guten Einblick in die Rechtsabteilung und das kam mir dann auch später zum Vorteil. Dann habe ich eine Werkstudententätigkeit bekommen im Unternehmen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann ging das? Ich glaube, bei der Nürnberger von Juli 16 bis September 17. Genau, ja. Können Sie mal gucken, wie ich mich vorbereitet habe, ne? Ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es irgendwie nicht mehr. Ach, da habe ich es ja. Juli 16 bis September 17, da steht es. Ja. War ich als Werkstudent bei der Nürnberger Versicherung und dort für die Umsetzung einer europäischen Versicherungsrichtlinie ins nationale Gesetz und dann letztendlich auch in die Umsetzung im Unternehmen. Das war ein konzernweites Projekt. Da hat man auch sehr viel mitgenommen und hatte dann vor allen Dingen auch eine bisschen Berufserfahrung. Wenn man mal später dann ins wahre Berufsleben startet, kann man auch mal was nachweisen. Dann kann man sagen, okay, ich war schon mal bei einem großen Arbeitgeber, im Praktikum als Werkstudent schon eine längere Zeit. Mhm. Das kam natürlich schon gut und erleichtert auch den Einstieg letztendlich. Ja. Und auch das kann ich nur empfehlen für die Studierenden, wenn man sich da ein Praktikum sucht und vielleicht dann auch im Anschluss eine Werkstudententätigkeit dann bekommt. Ja, super. Und ich finde, Sie haben auch noch was ganz zu Beginn ganz Wichtiges gesagt, als Sie sich überlegt haben, wo kann ich denn mal ein Praktikum machen? Da haben Sie so im Internet recherchiert, wo ist denn was? Und da haben Sie bei der Nürnberger Versicherung halt nichts gefunden, wo ausdrücklich nach einem Wirtschaftsjuristen gesucht wurde, sondern dann stand da zum Beispiel Rechtsreferendar oder sowas. Also das ist ja der Absolvent des Wirtschaftsrechts nicht. Aber Sie haben genau das getan, was ich meinen Studierenden auch empfehle, schreiben Sie die Unternehmen trotzdem an und sagen, ich bin zwar kein Rechtsreferendar, aber ich bin auch toll, denn ich habe einen Bachelor of Law als Wirtschaftsjurist, denn das Studium des Wirtschaftsrechts ist natürlich viel jünger als das der Rechtswissenschaften oder von Jura an der Uni. Also ne, Jura gibt es seit über 100 Jahren, auch fast unverändert in den Grundzügen. Und das Studium des Wirtschaftsrechts ist eben, naja, sagen wir mal so 20, 25 Jahre vielleicht erst alt. Das heißt, man hat natürlich mit einer viel geringeren Bekanntheit des Studiums in der Wirtschaft zu tun. Aber wenn die Leute erstmal wissen, was man tatsächlich studiert hat, merken doch viele Unternehmen, dass das eigentlich genau das ist, was man sucht. Und deswegen ganz toll, Herr Weber, dass Sie quasi die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, ich schreibe jetzt an die an und sage, ich bin Wirtschaftsjurist und wollte mich nicht trotzdem haben. Ne? Also ja. Und genau so muss man es machen. Und Ihr Erfolg gibt Ihnen ja auch recht, dass das so schön gelaufen ist.
Ich weiß, dass Ihnen der Bachelor of Law dann irgendwann nicht genügte, sondern Sie haben sich überlegt, wäre doch noch schön, wenn ich noch ein Masterstudium obendrauf setze. Und Sie sind ja jetzt auch ein Master of Law. Also Sie sind nicht nur ein Bachelor of Law, sondern Sie sind auch ein Master of Law. Können Sie uns ein bisschen erzählen, warum Sie ein Masterstudium noch gemacht haben und auch wo Sie es gemacht haben? Also ich habe den Master im Anschluss dann gleich nach dem Bachelorstudium an der Technischen Hochschule in Nürnberg, der Georg-Simon-Ohm-Hochschule, absolviert. Der hat dann auch wie in Hof 3 Semester hat er gedauert. Und ich wollte den in Nürnberg erstens mal, natürlich, weil ich wieder von Nürnberg komme. Und zweitens mal war für mich jetzt Hof dann leider keine Option, weil es da im Arbeitsrecht den Schwerpunkt gab. Das, auf das wollte ich mich nicht vertiefen. Aber da gibt es ja auch, so einen kurzen Abschweife, da gibt es ja auch jetzt aktuell, habe ich gesehen auf der Homepage, dass es einen neuen Master gibt, den Hof, mit Digitalisierung, Compliance und Datenschutz. Also das, wenn das es damals gegeben hätte, glaube ich, hätte da mich eingeschrieben. Aber ich habe mich für Nürnberg entschieden. Es war, da gab es jetzt keinen Schwerpunkt, sondern man war eher breiter aufgestellt. Zum Beispiel war da Bankenrecht oder Versicherungsrecht, Vertragsgestaltung und zur damaligen Zeit war ich ja als Werkstudent bzw. als Praktikant bei einer Versicherung, haben wir gedacht, naja, wenn man sich dann da weiter vertieft, das kommt bestimmt auch ganz gut. Und unter anderem meine jetzige Tätigkeit oder auch die letzte mit Vertragsgestaltung hatte ich dann auch jetzt in der Vorlesung im Master und das hat mir dann auch weitergeholfen und deshalb war das auch der richtige Weg, dass man sich da dann nochmal vertieft in diesen Bereichen. Genau, und es muss man auch dazu sagen, wenn man einen Master hat, es erleichtert auch nochmal den Einstieg in die Berufswelt. Kommt vielleicht ein anderer Bewerber, der nur einen Master hat, das auch sehr, sehr gut ist. Aber es kommt vielleicht noch ein Master-Absolvent, der auch gute Noten hat. Das setzt es auch dann auch immer mit voraus. Die werden natürlich, denke ich mal, gerne genommen, beziehungsweise man bekommt halt leichter einen Einstieg und deshalb, wenn man noch Lust und Muße hat nach dem Bachelor, dann sollte man auch den Master noch um draufsetzen. Ne? Ja. Wie gesagt. Ja, genau. Also wenn man ja den Bachelorstudiengang zügig in der Regelstudienzeit durchzieht, dann ist man ja nach 3,5 Jahren oder 7 Semestern ist man durch. Wenn man da jetzt noch ein Semester dranhängt und es im 8. macht, ist auch kein Beinbruch. Also da hat man so ungefähr 3,5 oder 4 Jahre hat man den Bachelor gemacht. Und wenn man dann nochmal 3 Semester, so 1,5 Jahre obendrauf hängt, das ist ja im Verhältnis eigentlich kaum noch viel Zeit. Und man hat dann eben einen Masterabschluss, der dann doch bei mehr Leuten in der Wirtschaft, in der Praxis bekannter und auch angesehener ist als der Bachelor, wobei ich den Bachelor jetzt nicht kleinreden will, aber es ist eben halt nochmal was obendrauf, was eben auch nochmal ein bisschen bekannter ist und man hat eben auch nochmal vertieftere Kenntnisse erworben und kann sie auch nachweisen. Deswegen ist das in der Tat so, wenn man nach den 3,5 Jahren Bachelor nicht völlig sagt, auch zum Glück endlich von der Hochschule weg, sondern man kann sich nochmal 1,5 Jahre vorstellen, dann wäre das auch durchaus meine Empfehlung, sich nochmal nach dem Master umzuschauen. Und es gibt ja wirklich ein reichhaltiges Angebot von Master. Und Sie haben schon zu Recht angesprochen, in Hof hatten wir viele Jahre lang immer nur für Juristen die Möglichkeit, sich mit Arbeitsrecht einem LLM zu widmen. Und das ist inzwischen aber schon erweitert worden durch den Master in Compliance IT-Datenschutzrecht, den Sie schon genannt haben. Und ich kann schon mal ein bisschen Neugierde bei den Zuhörern wecken. Es kann sehr gut sein, dass es zeitnah noch einen weiteren Rechtsmaster in Hof geben wird.
Und da ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass gerade so diese Bereiche wie Umweltrecht und Energierecht und Nachhaltigkeit, dass man sich da nochmal vertiefen kann und oder vielleicht auch sich in weiteren typischen wirtschaftsrechtlichen Fächern weiter qualifizieren kann, sowas wie Handelsrecht, wie Gesellschaftsrecht, wie Kartellrecht und so weiter. Also all solche Sachen, die einfach in den Unternehmen ganz händeringend gesucht und gebraucht werden. Also da kann ich schon mal ein bisschen für Spannung sorgen. Das kann durchaus sein, dass ich auch hier in dem Kanal mal zeitnah was verkünden kann, dass da vielleicht das Masterangebot in Hof noch ein bisschen erweitert wird. So, jetzt habe ich den Spannungsbogen genug gespannt. Auch mit einem kleinen Blick auf die Uhr sind wir auch schon gegen Ende des schönen Interviews mit Ihnen, Herr Weber. Wir haben ja schon mal vorweggenommen, was Sie jetzt machen. Also Sie arbeiten ja jetzt bei der Deutschen Bahn. Und wollen Sie noch ein bisschen erzählen, was jetzt genauso Ihre Tätigkeit ist? Weil das ist ja vielleicht auch für die Zuhörer noch mal interessant. Sie haben es zwar schon angedeutet, Vertragsmanagement, aber erzählen Sie mal ein bisschen, was Sie so machen. Und da wir das ja jetzt auch alles in Corona-Zeiten aufnehmen, ist ja auch die Frage, wie läuft das eigentlich ab als Jurist in Corona-Zeiten? Und wie ist denn da so ein DAX-Unternehmen aufgestellt? Können Sie das digital ganz gut abdecken? Oder wie läuft das eigentlich alles so? Also wie gesagt, ich bin in der Abteilung Grunderwerb und Flächenmanagement bei der Deutschen Bahn beziehungsweise bei der Tochtergesellschaft DB Netz AG beschäftigt. Und wir sind überwiegend für den Ausbau der Strecken in Deutschland zuständig. Also wir vor allen Dingen für den nordbayerischen Teil. Und letztendlich kaufen wir Flächen oder verkaufen teilweise auch, die wir dann für die Projekte nicht mehr benötigen. Das heißt jetzt so im juristischen Bereich dann, also man verhandelt mit den Eigentümern vor Ort, wie gesagt, über die Grundstückswerte und wird sich dann irgendwann hoffentlich einig. Und man schließt dann einen Kaufvertrag, beziehungsweise den gestaltet man selber. Also wir sind in der Vertragsgestaltung sehr viel tätig und geht dann aber auch dann vor Ort, wenn man zum Beispiel Flächen vermessen lässt, wenn man nur einen Teil davon kauft oder man geht dann, muss natürlich diesen Kaufvertrag auch beim Notar beurkunden lassen. Das ist auch, da kommt man mal raus aus dem Büro und sitzt nicht nur 8 Stunden vorm PC oder wälzt irgendwelche Gesetzesbücher und Kommentare. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist auch das Schöne daran. Wie gesagt, man hat immer mal Außentermin, ist aber auch immer viel innen. Aber es ist, die Mischung ist da eigentlich sehr gut. Und in Zeiten von Corona, ja, es ist natürlich sehr eingeschränktes Büroverhalten. Die Kollegen, die haben alle aktuell Homeoffice und wie gesagt, da können wir uns eigentlich sehr dankbar schätzen, dass dies in der Zeit jetzt ermöglicht wird und auch durch die neuen digitalen Medien, was der Arbeitgeber uns auch hier zur Verfügung stellt, sind wir da sehr, sehr gut ausgestattet und kann man wirklich hervorragend arbeiten. Da mangelt es an und kein Hilfsmittel oder Ähnlichem, genau. Ja, prima. Ja, da geht es Ihnen ähnlich so wie den Mitarbeitern und den Studierenden an der Hochschule. Wir müssen ja auch dieses Semester versuchen, ohne Präsenz über die Bühne zu bringen. Und da ist es in der Tat so, dass es ja wirklich viele segensreiche digitale Tools gibt, zum Beispiel das Tool, über das wir gerade unser Interview natürlich abstandskonform digital abwickeln. Und das ist also auch für die Interessierten an so einem Studiengang auch wichtig zu wissen. Also egal, wie die Situation ist, wann immer Sie studieren wollen, und vielleicht ist ja Corona auch nicht der letzte Virus, der uns irgendwie einholt. Und die bayerischen Hochschulen und da auch die Hochschule Hof zum Beispiel, die ist also bestens vorbereitet, das Ganze auch über Online-Vorlesungen und virtuelle Vorlesungsräume und so weiter abzubilden. Also
Das ist wirklich sehr schön und ich glaube, da können wir beide von Glück reden, also Sie bei der Deutschen Bahn und ich bei der Hochschule Hof, dass das wirklich toll funktioniert. Es gibt ja wohl leider auch viele Unternehmen und zwar und Wirtschaftszweige, wo das eben nicht so möglich ist, aber wir zumindest können uns doch glücklich schätzen. Zum Schluss, haben Sie vielleicht noch irgendwelche Tipps an unsere Zuhörer? Ich meine, Sie haben ja schon etliche Tipps gegeben. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt bis zur letzten Minute warten müssen. Aber fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Sie den Zuhörern, den zukünftigen oder aktuell Studierenden des Wirtschaftsrechts mit auf den Weg geben wollen? Genau. Also als Tipp kann ich dann auch so den Studierenden weitergeben, wie gesagt, dass man rechtzeitig vor den Klausuren das Lernen anfängt, dass man regelmäßig in die Vorlesung geht und wenn man das so berücksichtigt und wie gesagt am Ball bleibt letztendlich, dann kann man dieses Studium auch schaffen. Das ist nicht unmöglich. Ich kann mich auch noch in meinen ersten oder zweite Vorlesung erinnern. Da hatten wir einen Professor, der hat zu uns gesagt, schaut mal links von euch, der Kollege, der wird nach dem dritten Semester nicht mehr neben euch sitzen. Ja, es hat schon gestimmt, aber ich glaube, die Kollegen, die nicht mehr da waren, die müssen sich auch hinterfragen, warum. Und wie gesagt, wenn man da fleißig ist, so wie es überall ist, ist es auch machbar und es kann man auch mit guten Noten schaffen, wenn man sich da wegen reinhängt ins Zeug. Also wie gesagt, und natürlich gibt es auch mal einen Rückschlag, aber davon soll man nicht den Kopf hängen lassen und weitermachen und das klappt dann auch schon. Und letztendlich nach dem 7 Semestern oder wenn es 18 bezahlt sich das dann schon aus und man kann stolz sein, wenn man dann eine schöne Urkunde hat mit einem tollen Titel drauf, dann steht dann halt die Berufswelt auch die Türen offen. Ja. Das ist doch ein perfektes Schlusswort, Herr Weber. Schöner könnte ich es selbst gar nicht sagen. Ja, also ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für dieses Testimonial und ich denke, es ist an allen Stellen sehr wertvoll für die Zuhörer, die sich überlegen, Wirtschaftsrecht mal selbst zu studieren oder vielleicht die es jetzt schon studieren und nochmal den einen oder anderen Tipp oder Hintergrund erfahren wollten. Also vielen Dank für Ihre sehr hilfreichen Antworten. Ich darf Ihnen auch im Namen des Kollegen Schönau, den Sie auch noch kennen, der Regulierungsrecht bei Ihnen gemacht hat, darf ich Ihnen also alles Gute weiterhin wünschen für Ihre berufliche Zukunft. Und wir bleiben, denke ich, in Kontakt und würde mich auch freuen, von Ihnen nochmal zu hören, wie es Ihnen so weiterhin ergeht. Auch ich bedanke mich, Professor Wachovius, dass ich eingeladen wurde hier zum Podcast. Als ehemaliger Student und es ist ja auch immer schön, dass man dann noch so viele Jahre, jetzt sind es schon 4 Jahre, wo man weg ist, beziehungsweise eigentlich 4,5, weil ja das Semester mit das Praktikumssemester dabei war, wo man dann auch nicht mehr vor Ort war und dass man da immer noch den Kontakt hat, das finde ich sehr schön und es zeigt aber auch, dass die Hochschule Hof sehr familiär ist und genau, dass man da auch zur Geltung kommt als Student. So ist das. Ja. Prima. Ja, vielen Dank, Herr Weber, und vielen Dank an alle Zuhörer, dass Sie heute wieder reingehört haben. Und dann darf ich mich bei Ihnen allen bedanken und bis zum nächsten Mal. Da sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Diese Episode hat zwar etwas länger gedauert als sonst, aber ich denke, die vielen wertvollen Informationen von Herrn Weber für unsere Wirtschaftsrechthelden-Community rechtfertigen dies. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Dort erfahren Sie auch, welche neuen maßgeschneiderten Bücher aus der Reihe Wirtschaftsrechthelden erschienen sind, um Ihnen auf Ihrem Weg zum Wirtschaftsrechthelden zu helfen. Bis zur nächsten Episode, Ihr Martin Wachovius.